Gott, du Schöpfer und Lenker aller Dinge, sieh gnädig auf uns. Gib, dass wir dir mit ganzem Herzen dienen und die Macht deiner Liebe an uns erfahren. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Amen. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose: Geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, läuft ins Verderben. Schnell sind sie von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Sie haben sich ein vergossenes Kalb gemacht, sich vor ihm niedergeworfen und ihm Opfer geschlachtet, wobei sie sagten: Das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Weiter sprach der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein hartnäckiges Volk. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu meinem großen Volk machen. Mose aber besänftigte den Herrn, seinen Gott, indem er sagte: Wozu, Herr, soll dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit großer Macht und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast? Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel, denen du selbst geschworen und gesagt hast: Ich will eure Nachkommen zahlreich machen, wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, von dem ich gesprochen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es für immer besitzen. Da ließ sich der Herr das Unheil reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
alle Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu bitten. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten empörten sich darüber und sagten: Er gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen ein Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch 100 Schafe hat und eins davon verliert, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es vor Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause kommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Ich sage euch, ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das ganze Haus und sucht unermüdlich, bis sie das Geldstück findet? Und wenn sie es gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Jesus. Kedves testvérek, Jézus két példabeszédet mondott nekünk a mai evangéliumban, és mind a kettőben nagyon hasonló pontok szerepelnek, olyan pontok, amelyekkel nap mint nap találkozunk, nem csak Istennel, hanem bármilyen hétköznapi helyzettel kapcsolatban. Valami elveszik, megtapasztaljuk a veszteséget, aztán következik egy keresés, egy olyan keresés, ami sokszor tűnik reménytelennek, azután ott van a megtalálás, és a megtalálás után pedig a nagy-nagy öröm, a nagy-nagy ünneplés. Aztán mondhatnánk, életünkben sokszor kezdődik mindez előről. Mennyi-mennyi minden dolog van, amit elveszítettünk. Mennyi olyan dolog van, ami már nem úgy van, ahogy korábban volt, és hányszor tudva, tudatlanul nem teszünk más, mint azt keressük, hogyan lehetne visszaállítani azt, ami volt, hogyan lehetne megtalálni azt, ami elveszett. És néha ez egészen reménytelennek tűnik, és néha még akkor is megpróbáljuk, amikor semmi esélyünk a megtalálásra. Jézus példabeszédeiben a keresés mégsem teljesen értéktelen, mégsem teljesen reménytelen. Hiszen a pásztor is megtalálja az elveszett juhot, és az asszony is megtalálja az elveszett pénzét. Milyen szép, Jézus azt mondja, aki keres, az talál. És lehet, hogy nem pont azt fogjuk megtalálni, amit kerestünk. Lehet, hogy keresünk néha olyan dolgokat, amiket már soha nem fogunk megtalálni. De keresésünk közben rátalálhatunk olyan dolgokra, amikre nem is számítottunk. Rátalálhatunk újabb szempontokra, újabb kincsekre, újabb emberekre, rátalálhatunk újabb tapasztalatokra, és rátalálhatunk Istenre. Hiszen Jézus az, aki mint jó pásztor bennünket is keres. Mert nem egyszer mi vagyunk azok, akik elveszünk, és nem mi vagyunk azok, akik elveszítettek valamit. És milyen jó tudni, hogy Jézus is keres bennünket. És akkor, amikor megtalál bennünket, akkor ebből a megtalálásból lesz a nagy találkozás, az a találkozás, amit mindig érdemes megünnepelni. És milyen jó, hogy ezen a mai vasárnapon éppen egy ilyen találkozót ünnepelhetünk. Milyen jó összegyűlni, milyen jó együtt lenni, közösen ünnepelni. Milyen jó ebben a közös ünneplésben
beengedni Jézust, és engedni, hogy ő találjon meg bennünket. Milyen jó a vele való találkozásnak az öröméből meríteni, és tovább lépni. Jézus erre hív meg bennünket. Ő az, aki előre elkészítette az ünnepet, mert keresett, mert tudta, hogy meg fog találni, és örül, hogy ma ránk találhat. Wollen wir unseren Glauben bekennen und das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen einzigen geborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiedergekommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Yeah.
und was jeder Einzelne zu Ehre deines Namens darbringt, das werde alle zum Heil. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist für ihn und Herr. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn durch seine Geburt hat er den Menschen erneuert, durch sein Leiden unsere Sünden gedeckt, in seine Auferstehung im Wesen erschlossen und in seine Auffahrt zu dir das Tor des Himmels geöffnet. Durch ihn rühmen dich deine Engel erlösten und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Thank you.
Geheimnis des Glaubens. Deine Tod, Herr, Leben und deine Auferstehung, Geist, bis du kommst in deine Freiheit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringe dir so das Blut des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns ein Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Georg und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott, dein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Darum haben wir zu sprechen. Vater, du sagst, Lord.
Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns Anteil am Leib und Blut Christi gegeben hast. Lass nicht unser eigenes Streben Macht über uns gewinnen, sondern gib, dass die Wirkung dieses Sakramentes unser Leben bestimmt und prägt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Ich segne und befehle euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, dem Herrn. Akkor
Kis türelmet kérnék szépen, szeretném elmondani, hogy először az Urkuti asszonykórus fog énekelni, utána következik a Faiszti kórus, akkor majd megkérem a Heimatkantot Városlőről, akkor következik Tótváron, és a koncertet a Városlőri Kvartett fogja zárni. Akkor az Urkuti adott. Szeretettel köszöntöm minden jelenlévőt az Urkuti asszonykórus nevében, és most egy rövid bemutatkozást szeretnék mondani a kórusról. 1974-ben alakultunk Sárkány Pálmi tanárnő vezetésével. Rendszeresen részt vettünk országos minősítő versenyeken, különböző nemzetiségi programokon, ahol szép eredményeket értünk el, és ebből szeretnék kiemelni egyet, az aranypálma díjat, ami ebben a kategóriában a legmagasabb kitüntetést jelenti. Az elmúlt években egy CD-t az Urkuton gyűjtött népdalokból, valamint két egyházi CD-t német énekekből adtunk ki. Fogadják szeretettel! Yeah.
Yeah.
Fried im Heiligen Land, Gefies du schon von Ewigkeit, der Heiligsten Dreifaltigkeit. Du alle Thank you.
unser Jesus Christus. Liebe Brüder und Schwestern, ich behaupte, die Muttersprache und ihr starker Glaube haben die Deutschen unter allen historischen Schwierigkeiten in der ungarischen Heimat bewahrt, wo sie ihren Glauben noch in Muttersprache haben bekennen und erleben können. Wallom, hogy a hazai németséget minden történelmi nehézség közepette, összetartó anyanyelvi közösségük erős hitük tartotta meg a hazában, amely hitet egykor még anyanyelvükön tudtak megvallani és megélni. Die Vertreibung zur Sprache, das deutsche Selbstbewusstsein und den Sprachgebrauch. Die LPG zerschlug die Bauernschaft, Familien, Dorfgemeinschaften, die Jugend zog fort, die Alten blieben allein daheim. So zerbrach die Kontinuität, ging die Muttersprache verloren, der Gottesglaube wurde stark geschwächt. Az előzetés megtörte a német öntudatot és az anyanyelv használatát, a TSS-ítés szétszúzta a paraszti életet, az összetartó családokat és falu közösségeket. Elköltöztek a fiatalok, magukra maradtak az öregek, megtört a folyamatosság, elveszett az anyanyelv, és meggyengült az Istenbe vetett hit. Die Muttersprache wird von Haus aus nicht mehr weiter vererbt. Hochdeutsch wird unterrichtet in den Schulen. In Vereinen wird Deutsch gesungen, musiziert, tanzt, Volkstanz wird erlernt und die Sprachverlust kann durch Sprachbeschäftigungen vielleicht angehalten werden. Im Kirchenleben dagegen fehlt das deutsche Gebet und Gesang. Das ist unsere Sünde und das müssen wir Schwaben selber korrigieren. Az anyanyelv nem öröklődik át, irodalmi németet tanulnak a gyerekeink. Németül éneklünk, újra tanuljuk zenéinket, táncainkat az egyesületekben. A nyelvvesztés az iskolai oktatás keretében talán megállítható. Az egyházi szertartásokból azonnal hiányzik a német ima és ének. Ez a mi bűnünk, ezt nekünk sváboknak kell helyrehozni. Seit 2015 werden deutsche heilige Messen mit Kirchenkonzerten organisiert, gerade so wie heute hier in Veristul. Das Ziel ist, dass wir wiederum die Zweistimmigkeit oder Dreistimmigkeit in deutschen Kirchengesängen wiederum neu beleben. Jetzt haben wir heute auch einige Kirchenvolkslieder gehört, zweistimmig, aber auch Gesangwerke vierstimmig gesungen gehört. Die Chöre, die anwesend waren und überhaupt diejenigen, die im Komitat Westspring fassen diese Aufgabe als eine Mission auf und da danke ich recht herzlich für alle anwesenden Chören für die heutige Mitwirkung. A Veszprém megyei német önkormányzat támogatja a nyelvhasználatot és az anyanyelvi egyházi életet. 2015-től németek lakta településeken német nyelvi szentmiséket és egyházzenei koncerteket szervezünk, éppen úgy, mint ma itt Vöröstól. Célunk, hogy a 2-3 szólagú német éneklést újra visszahozzuk a gyakorlatban, illetőleg hát az imádságokat is, ha lehet, tanuljuk meg újra németül. És ezt a kórusok, ezt a feladatot missziónak tekintik, és ezt meg is köszönöm a résztvevő kórusoknak ma, és ez a köszönet nem csak az itt lévő kórusoknak, hanem minden veszprémi kórusnak szól, aki egyébként ebben a misszióban részt vesz. Ich möchte meinen herzlichen Dank aussprechen für Heinolke Pfeiffer Takács für die Mitwirkung bei der Heiligen Messe, für den Chormitglieder natürlich auch. Und ich möchte auch noch meinen herzlichen Dank aussprechen an Elisabeth Timmer, Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung in Veristul und für alle Veristuler, die mitgeholfen haben, dass diese heutige Veranstaltung hier so schön organisiert werden konnte. Und zum Schluss möchte ich Sie bitten, wenn ihr dann nochmal die Heilige Messe hervornehmt, das gemeinsame Lied gemeinsam zu singen, gemeinsam freilich. Leise singt der Abendlied in der Kleider.